Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich jetzt relativ kurz fassen, weil ich nur noch sehr wenig Zeit habe und möchte deswegen auf etwas Grundsätzliches eingehen. Worum geht es hier überhaupt? Das Ganze nennt sich Kinderbildungsgesetz. Und das, was in dem Gesetz eigentlich an keiner Stelle vorkommt, beziehungsweise nur an einer, und zwar in Paragraph 13 Absatz 6, wird es irgendwo mal ein wenig erwähnt, sind die Kinderrechte. Die vermisse ich in dem ganzen Gesetz völlig. Sie werden überhaupt nicht erwähnt. Und dazu schlägt zum Beispiel die Freie Wohlfahrtspflege in ihrer Stellungnahme vor, das wirklich mal in einem eigenen Absatz, um die Deutlichkeit herauszustellen, worum es hier überhaupt geht. Ist zumindest zum Referentenentwurf eingebracht worden, auch von der Freien Wohlfahrtspflege, und ist auch nicht berücksichtigt worden. Und ähnlich, schätze ich mal, wird auch die Regierung in weiteren Gesprächen relativ beratungsresistent sein. Kollege, Ihre Redezeit ist wirklich jetzt schon. Ich möchte allerdings gerne noch eins zu Herrn Jörg sagen. Ja, Herr Jörg, ich finde es auch unerträglich, dass das soziale Gefüge, aus dem ein Mensch kommt, über seine Bildung entscheidet. Aber ich finde es noch viel unerträglicher oder genauso unerträglich, wenn Pseudo-Anstrengungen hier als gute Tat verkauft werden. Wie soll denn diese halbe Stelle pro Kita wirklich unser unfaires Bildungssystem ausgleichen? Das kann mir keiner erklären. Die halbe Stelle ist ein Witz. Da könnte man sie auch weglassen. Die Anstrengungen gehören an einer anderen Stelle hin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schäfer.